Eieiei, was geht gerade nur bei Attack on Titan ab? Die Animation ist on point und da ich kaum abwarten konnte, was noch passiert, habe ich mir schnell den Manga reingezogen, um zu sehen, was noch kommt. Und ich will nur eins sagen, es wird brutal in jeglicher Hinsicht. Yo Bros, Meliodas wieder am Start. Seid ihr auch so gehypt auf Attack on Titan? Heute geben wir uns mal die Größe der verschiedenen Titanen, damit sich jeder von euch ein Bild machen kann, wie groß die Unterschiede wirklich sind. Wenn ihr Bock habt auf ein Power-Level-Video dazu, liked einfach dieses Video und ich weiß Bescheid. Beginnen wir erstmal mit so einigen Titanen, die eher so random rumgelaufen sind. Der kleinste von ihnen ist 3 Meter. Jetzt mal ganz ehrlich, klar, 3 Meter ist nicht klein, aber vor dem würde ich jetzt, glaube ich, nicht so die große Angst haben. Da könnte ich mir sogar vorstellen, den sogar als normaler Mensch irgendwie zu besiegen. By the way, alle Titanen hat die liebe Marie für mich gezeichnet, check gerne ihr Insta ab. Sie macht echt coole digitale Zeichnungen. Link ist in der Videobeschreibung. Bei dem 4 Meter Titan hätte man schon viel mehr Probleme. Denn auch wenn die Dinger strohdumm sind und keinen eigenen Willen besitzen, sind sie stark und fressen nun mal Menschen. Bei den 7 bis 10 Meter Titan wäre dann alles vorbei. Die würden uns packen und erstmal schön ausquetschen. Mal so nebenbei, der Fettbauch-Titan da erinnert mich stark an meinen alten Lehrer aus meiner Schule. Oh Mann, wenn die Fitnessstudios bald nicht aufmachen, verwandle ich mich auch in so ein Monster. Dann gibt's auch noch den Kart-Titan, der als Karren missbraucht wird und Dinge oder Personen transportiert. Der läuft immer auf allen Vieren in der Welt rum und scheint jetzt nicht sonderlich bedrohlich zu sein. Ist so um die 4 Meter groß, hat aber Zeke in der dritten Staffel den Arsch von Levi gerettet. Wenn ihr auch Lust habt, wie der Kart-Titan frei in der Welt rumzulaufen, aber im Gegensatz zu ihm Kampfkünste zu erlernen, dann hab ich da was für euch. Nämlich Blade and Soul Revolution, der Sponsor des heutigen Videos. Blade and Soul Revolution ist ein Klassiker, welchen ihr jetzt auf euren Handys spielen könnt. Hier seid ihr in einer riesigen Welt unterwegs und könnt euch mit Freunden treffen, Clans gründen und zusammen kämpfen. Ihr könnt euch zwischen 5 Klassen entscheiden. Da gibt's den Klingenmeister, den Kung-Fu-Meister, den Seelenkämpfer, Machtmeister und den Beschwörer. Für welchen werdet ihr euch entscheiden? Jeder von ihnen hat 30 einzigartige Spezialfähigkeiten und Angriffe. Diese könnt ihr sogar im Joint Attack kombinieren. Das heißt, eure Attacke wird mit der eines anderen Spielers kombiniert und noch mächtiger. Haut damit alle eure Gegner weg, seien es andere Spieler oder Endgegnerbosse. In Blade & Soul Revolution gibt's außerdem noch das Windwalking, damit könnt ihr euch durch die Lüfte bewegen und seid so viel schneller an weit entfernten Orten. Im PvP-Modus könnt ihr 1 gegen 1, 2 gegen 2 oder sogar Clan gegen Clan kämpfen, was hier als Faction War bekannt ist. Blade & Soul Revolution bietet euch natürlich auch die Möglichkeit, an Dungeons und Quests teilzunehmen. Das Spiel kommt demnächst raus, also gönnt euch das Spiel als einer der ersten und registriert euch schon mal vor, indem ihr auf dem Link im angepinnten Kommentar oder in der Videobeschreibung klickt. Viel Spaß damit! Wo wir eben beim Kart-Titan, also beim Karren-Titan waren, wie ihr in der neuesten Season wahrscheinlich gesehen habt, hat dieser eine neue Form bekommen. Beziehungsweise er wird diesmal eher zum Angriff genutzt. Diesmal hat er nämlich Geschütze auf dem Rücken, um Gegner abzuschießen. 3 Geschütze, die von 3 Personen darin gesteuert werden. Dieser Titan ist um die 5 Meter groß, da die Geschütze höher rausragen als die Kisten. Ymir, den Jaw- bzw. Kiefer-Titan, sollten alle kennen. Er ist zwar nur 5 Meter groß, aber verdammt flink. Ebenfalls ca. 5 Meter ist der Löwenjaw-Titan. Ich nenne ihn immer Löwentitan, weil seine blonde Mähne stark an eine Löwenmähne erinnert. Wir sehen in der Final Season Galliard damit kämpfen und man muss sagen, der Typ rasiert mal so richtig. Richtig agil und sehr gefährlich, sollte man von ihm gebissen werden oder mit den Klauen in Kontakt kommen. Kommen wir jetzt zum weiblichen Titan. Der kam ziemlich früh in der Serie vor und wurde von Annie verkörpert. Dieser Titan ist stolze 14 Meter groß und damit bisher der größte in der Liste. Doch wie wir alle schon wissen, geht es noch viel, viel größer. Am Ende werdet ihr einen riesigen Titan sehen. Schätzt gerne schon mal in den Kommentaren, wie groß er ist. Kommen wir damit erstmal zu Addens Attacker-Titan-Form, also der normalen Angriffstitan-Form von ihm. Diese Form ist 15 Meter groß. Auch der gepanzerte Titan, der vom Shizu-Boy Reiner verkörpert wird, ist stabile 15 Meter groß. Kommen wir jetzt zum Titan, der von den Tibers, um genau zu sein, Lara Tiber, getragen wurde. Der Warhammer-Titan oder auch Kriegshammer-Titan. Einer der krassesten Titanen, der auch 15 Meter groß ist. Mittlerweile ist, wie man im Anime sehen konnte, Eren der Träger dieses Titan. Schon krass, dass der Kiefer-Titan die harte Schale des Kriegshammer-Titan durchbeißen konnte. Machen wir weiter mit dem Tier-Titan, der von Zeke Jäger getragen wird. Der ist 17 Meter groß und hat viel längere Arme als die anderen, weil er aufs Werfen spezialisiert ist. Wie wir mittlerweile wissen, wurden die Mauern aus Titan geschaffen. Eren versucht sogar mit Hilfe seines Titanen das Loch in der Mauer zu schließen. Doch warum ist die Mauer 50 Meter hoch?
Ganz einfach. Sie wurden nämlich durch unzählige 50 Meter kolossale Titanen erschaffen. Unzählige, oder auch in anderen Worten, über 10 Millionen. Der 60 Meter kolossale Titan, der zuerst von Bertolt getragen wurde, ragte dann 10 Meter über diese Mauer. Wisst ihr noch, wo der kolossale Titan für uns groß war? Das änderte sich spätestens, als wir Rod Reis in der puren Titanform gesehen haben. Dieser war liegend. 120 Meter groß, beziehungsweise in dem Fall lang. Wurde halt von Kopf bis Arsch gemessen, beziehungsweise Arsch, Fuß oder was auch immer das auf der rechten Seite zu sein scheint. Diese Fusion halt zwischen Arsch und Fuß. Doch würde er sich hinstellen und der Arschfuß defusionieren, so könnte man seine komplette Beinlänge in die Berechnung mit einfließen lassen und er wäre Minimum 170 Meter groß. Das Gesicht ist trotzdem futsch, weil er auf den Boden gekrochen ist, aber sich dachte, hey, das Gesicht auf den Boden lassen, wenn Felsen und so weiter überall rumliegen, ja, das will ich. Jetzt kommen wir aber in Gebiete, die sind jenseits von Gut und Böse. Ich spreche über Ymir Fritz, die erste war, die die Kräfte der Titanen genutzt hat. Ihre Urtitanform wird auf ca. 240 Meter geschätzt. Im Manga sieht man auch, dass Bäume und Gebirge extrem klein neben ihr aussehen. Verdammt riesig dieses Teil. Und wie gesagt, wisst ihr noch, wo wir dachten, dass der Kolossale groß wäre? Doch jetzt kommen wir wohl zum krassesten Monster in der Attack on Titan Welt, das uns bisher vorgestellt wurde. Dieses Vieh hier ist der Urtitan, nur halt nicht getragen von Ymir Fritz, sondern von jemand anderem. Dieser Titan ist ca. 350 Meter groß und ungefähr 600 Meter lang. Einfach unglaublich, was für ein mega Vieh das ist. Die meisten ahnen schon, von wem dieser Titan getragen wird, nämlich von niemand geringerem als Eren Jäger. Jetzt mal ohne Spaß, damals, wo der Kolossale über die Mauer geguckt hat und Eren den Schock seines Lebens hatte, wie fühlt es sich jetzt an, auf der anderen Seite zu stehen, wenn dich andere so sehen? Ja, stellt euch das mal vor, wenn andere ihn sehen, um ein Vielfaches größer, Haare hängen runter und verdecken das Gesicht wie in einem Horrorfilm und dann tut er das, was er halt tut. Die Manga-Leser wissen Bescheid. Würde ich sowas sehen, würde ich erstmal sagen, yo Bro, ich weiß, harte Phase, aber die Friseure machen bald schon wieder auf und dann kannst du auch endlich wieder sehen. Ich wette, der Arme sucht überall nach einem Friseur und keiner antwortet ihm. Nee, Spaß, eigentlich würde ich mir in die Hosen machen und mich unter meiner Bettdecke verkriechen. Aber wozu auch, werde gleich eh zerquetscht. Also Freunde, das war's mit dem Video. Wenn ihr Bock habt auf ein Powerlevel mit diesen Charakteren aus dem heutigen Video, dann liked das Video wie gesagt, checkt den Link von Blade & Soul in meiner Videobeschreibung oder im angepinnten Kommentar, um meinen Kanal zu unterstützen und gönnt euch jetzt einen Fruchtzwerg. Denn nicht vergessen, ihr müsst ja auch groß werden wie die Titanen. Ich bin raus. Ich melde mich.